Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es nochmal ein kleines Update zu den Nanostomus Spec Amaya, also die Full Red Nanostomus, die neue Art. Ich hatte mir damals eine Gruppe von fünf, nee, sechs Tieren geholt und stellte sich heraus, es waren nur Männchen. Ne? Also die haben alle ihre kleinen einzelnen Reviere besetzt und ja, diese auch vehement verteidigt, bis ich dann jetzt vor letzte Woche Freitag auf Weibchen gestoßen bin. Genau, und da ist jetzt eine Gruppe von drei Weibchen und ein Männchen in ein Zuchtbecken eingezogen. Das Becken fast 15 Liter, also wirklich nur für die Zucht. Da ist von Scale Factory ein, ja, so eine Laichbox drin, da sieht man sie gerade kurz. Und die mit der Moos befüllt. Und ja, da gucken wir mal, wie die sich machen. Ich bin nicht wirklich froh, doch Weibchen bekommen zu haben. War langes Hin und Her. Aber ja, mal gucken. Ja, und dann gibt es nochmal eine ja, schöne Nachricht. Die Elisabeth T. Ja, bist du gar mal Elisabeth T. Wildfang? Da ja, haben sich schon Jungtiere sehen, blicken lassen. Es ist eine ganze Menge, die jetzt auch schon gute 2,5, 3 Wochen alt sind. Ne, haben alle ihr schönen Artemia-Bauch. Aber dass das jetzt so schnell und unkompliziert ging, hätte ich nicht gedacht. Ja, aber die Mutter macht alles ganz schön, wird alles natürlich aufgezogen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.